Hallo zusammen zu unserem Knowledge Shortcut. Wir reden wieder über das Vier-Quadranten-Modell der Fall CTO. In unserem ersten Teil haben wir über STO und ETO gesprochen und die Erklärung des Vier-Quadranten-Modells. Jetzt wollen wir über den Fall CTO sprechen. Vorab haben wir im zweiten Teil darüber gesprochen, was ist eigentlich Konfiguration, um das Ganze da nochmal zu erklären. So, hier nochmal, wie läuft eigentlich die ganze Konfiguration ab? Der Kunde wählt Merkmale aus dem Variantenraum aus. Mit diesen Merkmalen geht es in ein Regelwerk. Das Regelwerk prüft, müssen da noch Optionen zugesteuert werden, um einen internen Variantenraum zu machen. Kann das auch tatsächlich gebaut werden? Und im nächsten Schritt geht es quasi in einen Datenstamm und rauskommt im Idealfall ein Angebot, zumindest eine Stückliste, die dann tatsächlich gebaut werden kann. Gut, wie sieht das Ganze im Vier-Quadranten-Modell aus? Wir haben in dem Fall CTO geschlossen, eine komplette Entwicklung gemacht. Das heißt, wir haben entwickelt und die Stückliste aufgebaut und an der Stelle, Übergang generisch in auftragsbezogen, ist quasi Start of Production. Frühestens ab dem Bereich können jetzt Aufträge reinkommen und die Aufträge können jetzt hier was auslösen. Wie passiert es jetzt bei CTO? Bei CTO haben wir hier unseren Merkmalsraum, den der Kunde sieht im Konfigurator. Klickt er jetzt die Optionen an, ob das zum Schluss der Kunde sieht oder einen Vertriebler und der das eingibt, ist völlig egal. Das ist eine Frage, wie möchte ich mich halt zum Kunden anbieten. So, und jetzt geht es im Prinzip hier rein. Ich habe im Prinzip den Ablauf, dass ich jetzt zusteuern muss und hier meine interne Varianz draus entwickeln muss. Und dann geht das Ganze in die Materialwirtschaft rein, also in dem Fall ins ERP-System und holt hier eine Stückliste raus. So. Was ist das Besondere daran? Sie sehen, wir haben den großen Vorteil, wenn der Variantenraum geschlossen ist, dann muss ich im Auftragsfall keine Entwicklung mehr machen. Hier passiert nichts, sondern ich kann es rein logistisch abfrühstücken. Die Konstruktion ist komplett raus. Wir brauchen keine Auftragskonfiguration. Im Idealfall gelingt uns der CTO, der Fall CTO geschlossen und wir können damit alles, was der Kunde will, in irgendeiner Form befriedigen oder all seine Wünsche befriedigen. Warum? Dann ist die Abwicklung ganz einfach und hier können wir sehr, sehr kurze Lieferzeiten realisieren. Warum? Wir können nämlich ganz leicht ein Assemble to Order machen. Wir können quasi die ganzen Baugruppen schon auf Lager legen, die wir im Pull runterholen und erst dann, wenn der Auftrag kommt, montieren wir die zusammen im Prinzip direkt für den Kunden. Und das wäre der Fall CTO. Ich freue mich, dass Sie dabei waren.